Ja, moin und hallo. Nach Wochen ist es also nun soweit. Die Friseure dürfen wieder öffnen und es ist jetzt schon absehbar, dass es einen Riesenrun auf die Termine gibt. Und so manch einer hat bereits gestöhnt: Oh my goodness, ich habe erst für den 5. März einen Termin bekommen. Es ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was es bedeutet, diesen Termin wahrzunehmen und zu sagen: Okay, ein Haarschnitt, das ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass etwas anders wird oder anders werden soll. Also manch einer sagt, ist die Frisur in Ordnung, dann fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Das ist sicherlich gerade in den Zeiten heute auch nicht zu unterschätzen und doch denke ich, ist der Ball hier auch flach zu halten. Ich denke an die Barber Angels. Das ist eine Gruppe von Friseurinnen und Friseuren, die quer durch Deutschland fahren und Obdachlose frisieren. Und sie erzählen davon, von dem Verhältnis von Würde und Haarschnitt. Sie erzählen davon, wie dankbar Menschen sind, wenn sie sich wieder, Zitat, menschlich fühlen, weil sie eine neue Frisur haben. Zumindest in einem kleinen Maße mag das für Anfang März auch gelten. Aber bitte, wahren wir doch die Verhältnismäßigkeit. Und jetzt auf zum Friseur.